Wir kommen zum Höhepunkt des ersten Teils und dürfen eine Welturaufführung miterleben. Sixpack lautet der Titel eines Werkes für Saxophon und Blasorchester und es wurde von keinem geringeren als Otto M. Schwarz komponiert. In über 80 Ländern der Welt wird die Musik dieses vor allem in Sachen Filmmusik international tätigen Künstlers gespielt. Die verkauften Tonträger seiner Kompositionen gehen in die Millionen. Wir sind sehr, sehr stolz, dass er heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Und ich darf ihn ganz kurz gemeinsam mit dem Solisten Herrn Gerd Kolaja zu mir auf die Bühne bitten. Gelesen, dass Sie im Sommer 2007 in Schladming erst um 2.35 Uhr in der Früh Herbert Klinger die Zusage gemacht haben, diese Komposition zu schaffen. War das ein so zähes Ringen? Oder? Ich glaube, das funktioniert. Ja. 2.35 Uhr, ich weiß nicht ganz genau, aber es kann stimmen. Man sagt, man macht die besonderen besten Geschäfte immer danach, das Musiker. Und es gibt dann Musiker, die auch hier sind, mit denen bin ich dann noch unterwegs gewesen, aber da sage ich keinen Namen. Der Mann weiß das natürlich. Und wir haben, glaube ich, eine gute Sache gemacht. Aber Sie haben nicht gleich am selben Abend komponiert? Nein, naja, man komponiert immer Tag und täglich, aber also, dieses Stück nicht. Könnten Sie uns, weil die Neugierde ist ja begreiflicherweise sehr groß, könnten Sie mit 3, 4 Sätzen den Charakter der Komposition ein bisschen beschreiben? Naja, aber ich habe mich da irgendwie leiten lassen. Ich kenne Herrn Herbert Klinger schon sehr lange und ich kenne auch die Stärken der Polizeimusik. Und eine Stärke steht hier, ist der Gerd Kolaja. Den kenne ich schon ewige Zeiten lang von Big Bands und ich sage einmal, wenn er gerade nicht im Dienst ist, ist er im anderen Dienst. Sprich, am Abend geht die Post ab. Er spielt, glaube ich, alles, was irgendwie in Wien Rang und Namen hat, hat er schon gespielt und international auch. Und ich denke, gerade im Stil ist die Polizeimusik in dieser Richtung. Ich sage mal, leichte Krimi-Musik in moderner Art. Es ist sehr sattelfest und was passt besser zur Polizeimusik Wien, wie ein auskomponierter Krimi mit Kommissar Gerd Kolaja. Dankeschön. Bin ich ein bisschen unsicher geworden, weil Sie haben gesagt, mit meinem Namen passiert so viel. Ich habe eingelernt, Kolaja. Kolaja, okay. So ist es richtig, ja. Sie sind ja seit 1986 Orchestermitglied und zählen zu den gefragtesten Jazz-Saxophonisten Österreichs. Ist das Ihre erste Welturaufführung oder haben Sie schon andere Werke aus der Taufe geholt? Also wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich das glaube ich schon zweimal gespielt mit dem Erich Kleinschuster, mit der Big Band. Da haben wir zweimal schon Welturaufführungen gehabt. In dieser Form natürlich, aber ist es eigentlich das erste Mal, dass das speziell auch für mich geschrieben wurde. Da bin ich dem Autor eigentlich sehr dankbar. Und ist man da ein bisschen nervöser als sonst, wenn es um Welturaufführungen geht? Könnte man vorstellen, dass der Otto heute vielleicht nervöser als ich ist, weil er muss es ja anhören, sein Baby, das er geschrieben hat, mehr oder weniger. Aber ich denke, wir werden das schon über die Bühne bringen. Ich denke auch. Danke vielmals. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen, bedanke mich bei beiden Herren. Ich darf noch der Vollständigkeit sagen, dass Sie diese Komposition, die CD mit dieser Komposition in der Pause käuflich erwerben können. Ja, und viel Freude mit Sixpack.